zum Thema Trauzeugin. Es ist sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern, was die Aufgaben einer Trauzeugin so alles umfassen. Und man sagt über die Schweiz, dass in keinem Land so viel von der Trauzeugin erwartet wird wie hier. Weil wenn eine Hochzeit tatsächlich ohne Hochzeitsplaner stattfindet, dann muss die arme Trauzeugin das Ganze managen und muss vielleicht jetzt noch in Gänsefüßchen, aber grundsätzlich hat die echt viel zu tun. Sie übernimmt eine riesen Verantwortung und in der Regel sind ja die Trauzeuginnen, keine Ahnung, jahrelange beste Freundinnen, Schwestern, Cousinen, was auch immer. Und natürlich denkt sich die Trauzeugin, dass sie ja auch alle Wünsche der Braut kennt. Die Braut ist aber in der Regel etwas zurückhaltend und sagt natürlich nicht im Detail, wie sie sich das alles vorstellt. Und ich weiß das deshalb, weil das bei unseren Brautpaaren ja oft dann auch so passiert. Beziehungsweise die Braut erzählt mir, wie sie sich das Ganze vorstellt und die Trauzeugin ruft mich dann an, was sie sich alles überlegt hat. Und ganz oft gibt es ganz, ganz wenig Schnittmenge und es ist total schade. Übrigens ist das bei Müttern sehr ähnlich, weil die Mütter ja auch denken, sie wissen ganz genau, was ihre Tochter sich wünscht für den schönsten Tag. Ist aber nicht immer so. Das nur so am Rand. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass auch Trauzeugen die Hochzeit genießen sollten. Und wenn wir die Hochzeit planen, dann ist es so, dass die Trauzeugin einfach den ganzen Tag die Hand hält der Braut. Entsprechend sind wir auch dafür, dass man eher ein Blumenarmband macht, anstatt einen Strauß, weil sonst hat sie zwei Sträuße, ihren, der von der Braut. Und dann ist sie zwar der attraktivste Blumenständer überhaupt, aber hat halt keine Hände mehr frei. Also aus diesem Grund empfehlen wir in der Regel ein Armband. Bisschen anders sieht es aus, wenn man so ganz viele Bridesmaids hat. Dann kann man das natürlich machen, dass jede so ein Sträußchen hat, weil das sieht schon richtig schön aus fürs Foto. Ich bin der Meinung, Sie sollten einen Herzensmenschen aussuchen als Trauzeugin und nicht wirklich die beste Organisatorin, weil das machen ja wir mit Ihnen. Also in diesem Sinne, viel Erfolg bei der Auswahl der Trauzeugin und abonnieren Sie unseren Kanal. Bis bald!